Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale, Heart of Winter. Ja, ich habe während der, also nach der letzten Aufnahmesession nochmal geguckt. Horbert Stummelzee ist der NPC, der uns in Keep of the Lurmaster führt, dem Midi-Add-on, sage ich jetzt mal, was in der Extended Edition, also in der Diff... Ja, halt in der neuen Edition von Icewind Dale enthalten ist. Ich weiß gar nicht, ob es auch irgendwie als Patch fürs Original Icewind Dale gab. Ich habe das jedenfalls noch nie gemacht, muss ich zugeben. Ich habe nur gelesen, dass es eher sehr schwer ist, man es also aufs Ende verschieben sollte. Gut. Ja, wir hatten mit Murdoch, dem Barden. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Eine Unterhaltung. Und sollen jetzt eine Rosefin finden. Wir haben das mit bösen Wolf. Und so weiter. Gut. Und ja, Herz des Winters. Dein Befehl? Reden wir nochmal mit ihm. Die unerschrockenen Helden sind also wieder zurück. Was? Ich nehme an, ihr habt euren Auftrag erfüllt. Was führt euch zurück in den fünften Galgen? Wir brauchen ein paar Informationen. Wie ihr wünscht, was möchtet ihr wissen? Was könnt ihr uns über das Gerücht erzählen, dass Barbaren angeblich das Tal bedrohen? Das ist kein Gerücht. Es gibt etliche Berichte über eine gewaltige Armee aus verschiedenen Stämmen, die sich südwärts ins Tal bewegt. Ich kann euch versichern, dass die von den Barbaren ausgehende Bedrohung für Einsamkeit und die anderen Städte sehr real ist. Wir haben gehört, dass die Barbaren ein Lager in der Nähe aufgeschlagen haben. Wisst ihr, wo es ist? Nein, keine Ahnung, aber seht ihr den robust gebauten zwergischen Gentleman drüben am Tisch? Ich glaube, er könnte euch den Weg dorthin verraten. Ja, das hat er schon. Ich verstehe, ich möchte etwas anderes fragen. Ja, warum sollten die Barbaren eine Armee gegen 10 Städte aufstellen? Zwischen den Barbaren und den Bewohnern von 10 Städten herrscht Zwist, seit die ersten Siedler sich im Tal niedergelassen haben. Die jüngsten Ereignisse sind nur der Beginn eines weiteren blutigen Kapitels in der Geschichte des Icewind-Tals. Hier herrscht nicht gerade die rege Betriebsamkeit. Sollte sich die Stadt nicht besser auf einen Angriff vorbereiten? Wenn die Barbaren es auf die Stadt abgesehen haben, dann können wir nur wenig tun, um sie aufzuhalten. Wenn es zu einem Angriff kommt, werden wir bis zum Ende kämpfen. Wenn man allerdings bedenkt, dass sich hier kaum eine Handvoll Schwerter auftreiben lässt, wird unsere Verteidigung dem Versuch ähneln, eine Lawine mit einem Flüstern aufzuhalten. Mit einem Flüstern ist effektiver als mit einem Schrei. Was ist mit den anderen Städten? Die schicken doch sicherlich Hilfe. Einsamkeit ist eine viel zu entlegene und unbedeutende Siedlung, als dass wir mit der Hilfe der größeren Städte rechnen könnten. Nein, wenn es zum Krieg kommt, werden sie sich hinter den Mauern ihrer Städte Sicherheit bringen und zusehen, wie die Barbaren einsam weit niederbrennen. Ich verstehe, ich habe noch andere Fragen. Wir wüssten gerne mehr über die Stadt Einsamweit. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Einsamweit ist die nördlichste Stadt von 10 Städten. Sie ist gleichzeitig eine der kleinsten Siedlungen im Tal. Die Bewohner sind zumeist einfache Händler, die versuchen fernab der harten Konkurrenz der größeren Städte ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Kann man hier irgendwo Waffen und Ausrüstung kaufen? Es gibt keine Schmiede in der Stadt, aber Emmerich kann euch vielleicht mit Waffen und Ausrüstung versorgen. Er ist Bogenmacher vom Beruf. Seine Hütte steht im Südosten der Stadt. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Ja, wo finden wir hier einen Priester in der Stadt? Quinn Silberfinger hütet den Göttin Wauken geweihten Schrein gleich da drüben. Ich bin sicher, der Halbling steht euch bereitwillig mit Rat und Tat zur Seite. Danke für die Information. Wir bräuchten halt immer noch einen neuen, nimmervollen Beutel. Sieben Augen. Kann hier rein.
Zauberrobe. Haben wir auch noch nicht identifiziert. Robe des neutralen Erzmagiers. Ja, ist immer noch nicht so gut wie Ogi Lux große Robe. Bleib mal bei dir. Unverwundbarkeitstrank kann weg. Naja, gut, die normalen Behälter haben wir alle, aber ein nimmervoller Beutel wäre da trotzdem praktisch. In Ordnung. So, reden wir mal mit dem Barkeeper. Ich hätte gerne etwas zu trinken. Ja, da gibt's nur Trinken. Trinken wir mal Wurzeln Whisky. Und einen Apfelmost. Ich habe gehört, die Barbaren wurden gesehen, als sie nach Süden Richtung Kelvins Grab zogen. Zuerst hielt ich das für ein Gerücht, doch dann hörte ich die Kriegstrommeln wie Donner über die Tundra grollen. Unterkunft für die Nacht, das ist auch okay. Vielleicht könntet ihr uns ein paar Fragen beantworten. Okay. Fangen wir erstmal einfach an. Was könnt ihr uns über das Gerücht erzählen, dass Barbaren angeblich das Tal bedroht? Ich weiß nicht viel über die Bedrohung, außer dass sie ausgesprochen konkret ist. Sie hängt über den Bewohnern der Stadt wie ein Damoklesschwert und verbreitet Angst und Unruhe. Wir haben gehört, dass die Barbaren ein Lager in der Nähe aufgeschlagen haben. Wisst ihr, wo es ist? Nein, aber ich habe zufällig mitbekommen, wie dieser Zwerg erzählt hat, dass er einen Spätrupp der Barbaren gesehen hat. Vielleicht kennt er ja auch ihr Lager. Am besten fragt ihn selbst. Darf ich noch was anderes fragen? Zum pfeifenden Galgen. Komischer Name für ein Wirtshaus. Ja, ja, merkwürdig ist es schon, aber auch wohl verdient. Wisst ihr, der frühere Besitzer dieses Wirtshauses war ein nicht sehr ehrbarer Mann, der... Mann? Also ein Mann war das Geld bestimmt nicht. Das war ein brutaler Wilder, ein Halboger. Gäste, die sich nicht benahmen, hat er gerne ganz... Er hat er ganz gerne halbtot geprügelt und wer ihn richtig verärgert hat, fand sich schnell mit einem Strick um den Hals am nächsten Baum wieder. Ja, man sagt, er habe den toten Baum da draußen als eine Art Galgen benutzt. Damals hieß dieses Wirtshaus noch bei Skeld. Skelds brutale Methoden sprachen sich allerdings schnell herum. Oh ja, so mancher Reisende, der hierher kam, lag die ganze Nacht im Bett und horchte auf den kalten Winterwind, der durch die steif gefrorenen Leichen in den Ästen vor seinem Fenster pfiff. Naja, aber das ist alles vorbei. Das Geld ist tot und unter der Erde und jetzt bin ich der Wirt hier. Das Einzige, was noch an Skelds kurze, aber grausame Zeit als Wirt erinnert, ist der Name dieses Wirtshauses. Zum pfeifenden Galgen. Achso, lass mich noch was anderes fragen. Wo befindet sich hinter dem Spiegel in eurem Schlafzimmer eine Geheimtür? Psst, nicht so laut, ich bitte euch. Ich habe alles getan, um diesen Raum geheim zu halten. Hinter dieser Tür sind die letzten Spuren eines Lebens, das ich hinter mir lassen möchte. Versteht ihr? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was soll denn dieser Wirbel? Nein, ich verstehe kein Wort, wovon redet ihr? Ich soll schon, ihr werdet nicht eher Ruhe geben, bis ihr mir dieses Geheimnis entlockt habt. Also gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich bin Abtrünniger einer Organisation, die so paranoid und brutal ist, dass sie mich glatt umbringen würde, weil ich es gewagt habe, mich aus ihrer Umklammerung zu lösen. Das klingt entweder nach... Also, das Zimmer sieht magisch aus. Gibt es nur zwei Möglichkeiten, die mir so spontan einfallen. Entweder die Magiergilde von... Luskarn. Südlich vom Eiswinter, nördlich von Neverwinter. Oder die roten Magier von Tay. Mit denen wir schon in anderen Spielen unseren Spaß hatten. Ja. Man nennt diese Also, ich hätte einfach weiterlesen sollen, da hätte ich mir die Spekulation sparen können. Man nennt diese Organisation den Herrtum des Arkan und ihr Sitz hat sie in Luskarn. Sie besteht aus bösen Zauberern, die allein darauf aus sind, Macht auszuüben, und zwar um jeden Preis. Ich hatte ihre Machenschaften schnell satt und zog es vor, mich zu verabschieden. Sie suchen immer noch nach mir. Ich verstecke mich hier und hoffe, dass ich so sorglos leben kann wie die Siedler hier. Bitte, mein Freund, ihr dürft keiner Menschenseele etwas von meiner Vergangenheit erzählen. Ihr könnt auf mich verlassen, Kieran.
Im Ausgleich für eure Schwierigkeiten biete ich euch meine ewige Dankbarkeit. Ich kann euch außerdem Zugang zu einigen seltenen und mächtigen Gerätschaften darbieten, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Als wir Kieran zu der Geheimtür hinter dem Spiegel in seinem Schlafzimmer befragten, ist er zusammengebrochen und hat uns gestanden, dass er vor dem Herrtum der Arkanen, einer korrupten Organisation von Zauberern, auf der Flucht wäre. Im Gegenzug zu unser Schwein gab uns ein paar von den seltenen magischen Gegenständen, die er im Laufe der Zeit gesammelt hatte. Ja, mal zeig mir, was du zu bieten hast. Hast du einen nimmervollen Beutel vielleicht? Edelschein, nein. Na, schade. Rotbauer Ionenstein macht plus 1 Intelligenz, wird in den Kopf gesetzt. Gulwins Dolch kann einmal täglich Otilukes elastische Kugel auf den Anwender anwenden. Bohrpfeile, von denen allerdings nur 50 hat. Fliegende Schädel. Wenn die Schädel auf ein Ziel geworfen werden, fliegen sie darauf zu und explodieren, wobei sie jeden im Umkreis von 1,5 Metern 4 bis 42 Schadenspunkte zufügen. Die Opfer können durch einen Rettungswurf gegen Odin-Waffen den Schaden halbieren. Thymian-Extrakt. Wenn der Anwender keinen Rettungswurf gegen Tod minus 4 gelingt, erleidet er 8 bis 48 Schadenspunkte durch Feuer. Wenn dem Anwender ein Rettungswurf gelingt, wird seine Kälteresistenz 4 Runden lang auf 100 gesetzt. Oh, okay. Also entweder du hast hohe Kälteresistenz oder du fackelst einfach ab. Die Böse. Gut, die Robe können wir bei ihm nicht verkaufen. Schade. Wir könnten bei ihm Zauber kaufen und ein bisschen Zeug, was nicht viel bringt. Wir könnten bei ihm identifizieren. Okay. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier in Einsamwald selber nicht mehr viel machen. Wir könnten noch mal beim Böttcher vorbeischauen, um zu gucken, ob Frau und Kind halt eil angekommen sind. Ja gut, der hat nichts Neues mehr zu erzählen, deswegen habe ich es einfach mal durchgeklickt, der Totengräber. Sind Boote. Also eigentlich haben wir jetzt alles, ja. Wie kann ich helfen? Weiter! Ach, wenn das nicht wieder ihr seid, was wollt ihr diesmal? Ich bin Heli am Stadtturm begegnet. Ach, meine Tochter, sie fühlt sich in letzter Zeit seltsam auf. Was meint ihr? Sie wähnt mich im Auge wie eine Wölfin ihre Jungen. Wann immer ich sie darauf anspreche, sagt sie, ich halte die Barbaren fern. Naja, wie auch immer, es ist gut, dass sie im Haus bleibt. Ja. Und ich habe mit eurer Frau gesprochen. Meine Frau, ja, sie hat gesagt, dass sie mit einigen Neuankömmlingen gesprochen hat. Das müsst ihr gewesen sein. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt, aber nun, die Dinge sollten hier anders laufen. Ich danke euch. Gerne. Die Bedrohung, ja. Vielleicht brauche ich Proviant. Ja. Den Rest kennen wir ja. Ich klicke mich mal kurz durch. Ich muss jetzt gehen, Typ, bald. Dein Befehl in Ordnung. Okay. Vorwärts. Gut, dann können wir jetzt eigentlich nichts anderes machen, als hier die Stadt zu verlassen und zum Barbarenlager zu latschen. Ups.
was hier drüben ist. Also ihr seht, die Map von Heart of Winter ist nicht so groß wie die von vom Hauptspiel. Aber man sieht hier sehr schön die Abrundung, die darauf andeuten soll, ja, hier endet die Welt. Sozusagen. Gut. Also, auf ins Barbarenlager. Gewiss.